Also darum darf es gehen. Ich möchte mal mit einem Teaser anfangen. Kennen Sie folgende Situation? Sie als Dozent tragen was vor. Die Studenten fühlen sich dadurch eher eingeladen zum Zuhören. Ziehen sich entsprechend zurück, bleiben gerne passiv. Und dann denken Sie auf der anderen Seite wieder, naja, dann muss ich ja. Wenn hier keiner was sagt, muss ich ja was sagen. Was dann dazu führt, dass Sie noch mehr vortragen. Da können CATs helfen. Und wenn man diese Classroom Assessment Techniques in einen knappen Satz packen will, schlage ich Steve DeShazer vor. Das benutze ich auch immer wieder, dieses Zitat beim Thema Prüfen. Ich muss erst die Antwort hören, um zu wissen, was ich gefragt habe. Wäre so die Haltung dabei. Also, nach diesem kleinen Cliffhanger, wir lösen das alles am Ende auf. So möchte ich etwa vorgehen. Ich möchte erstmal ein bisschen was zum lernpsychologischen Hintergrund sagen. Hier sind nur Profis im Raum, das geht recht flott, dass wir uns einfach einig sind mit den Wordings und wovon wir ausgehen. Speziell nochmal das Thema Formativ-Summativ. Ich merke manchmal, dass das Wortpaar doch noch so zu Fragezeichen führt. Und im Hauptteil geht es dann wirklich um diese Classroom Assessment Techniques. Was ist das? Wozu ist das gut? Ich habe die im Rahmen meiner DIS entdeckt, wo es mir wirklich darum ging, ja, wenn die Studis in St. Gallen Kooperation lernen sollen, wie verhalte ich mich in Teams sinnvoll? Was hilft denn da, was hilft denn da nicht, was kommt da am Ende tatsächlich an? Ich habe eine Ausbildung bei Schulz von Thun, der sagt ja auch immer so schön, das Missverständnis ist der kommunikative Normalfall. Also bin ich als guter Lehrender daran interessiert, was am anderen Ende genau rauskommt. Dann vielleicht noch zwei, drei Takte zu Risiken und Nebenwirkungen und weil ich didaktischer Überzeugungstäter bin, am Ende das Wichtigste in Kürze. Steigen wir hiermit ein. Wahrscheinlich kennen Sie den Nürnberger Trichter, obwohl wir in Wien sind. Also die Idee zu sagen, wenn ich jemandem als Dozent was beibringen will, ich setze ihm so den Trichter auf und dann fülle ich so die Informationen ab. Ich glaube, es gibt kaum noch Leute, die das ernsthaft so beschreiben würden. Faktisch ist es aber doch so, wenn ich mir den Unterricht von dem einen oder anderen anschaue oder auch vielleicht ein paar Dozierende an Unis mir anschaue, dass sie mehr oder weniger doch danach ticken. Also sie tragen Informationen vor, sie nennen es dann, ich vermittle Wissen. Genau. Und wenn man sich jetzt mal genau anguckt, wie funktioniert das eigentlich? Also der Mensch hat ein Gehirn, das ist irgendwie mit dem ganzen Körper verbunden und als Input gibt es so die Sinne, sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen. Balance, je nachdem, welchen Mediziner man fragt, da gibt es mehr als 5 Sinne, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, wie viele Nervenfasern Sie haben, die mit der Außenwelt verbunden sind und wie viele Nervenfasern das Gehirn mit sich selbst verbindet? Haben Sie irgendeine Vorstellung? Also wie viele Nervenleitungen sozusagen sind mit Input und Output befasst und wie viele sind mit der Verarbeitung von den ganzen Geschichten verpasst? Ist das eher so ausgewogen? Ist das 50-50? Ist das 30-70? 70-30? Am Ende sind es 10 Millionen zu 100 Billionen. Zitiert jetzt noch Manfred Spitzer. Also 10 hoch 7 zu 10 hoch 14. Im ersten Moment denkt man so, das Doppelte. Nee, es ist das Quadrat. In Prozenten viel weniger als 1% zu viel mehr als 99%. Also der Mensch ist im Wesentlichen mit sich selbst beschäftigt beim Wahrnehmen. Und eben nicht mit der Außenwelt. Man ist mit einer von 10 Millionen Fasern mit der Außenwelt verbunden und der Rest ist im Grunde Verarbeitung. Und wenn man sich das mal klar macht, selbst wenn man noch argumentiert, diese 10 Millionen, die mit dem Input beschäftigt sind, die sind viel wichtiger als die anderen, das ist dann immer das Argument, was kommt, das kann so viel nicht reißen. Also wenn man das ernst nimmt, dann wird einem klar, dass man Wissen so jetzt eigentlich nicht vermitteln kann, sondern dass man im Grunde etwas ganz anderes tun muss. Es ist also nicht möglich, dass ich so meine Vorstellung irgendwie in die Vorstellung des Studis da reinkriege, indem ich das da einfach rüberschiebe. Das scheitert. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann davon erzählen, es begreifbar machen und die Lernenden einladen, aktiv zu konstruieren und aktiv ihre Wahrnehmung zu benutzen, um sich mit allen Sinnen irgendwie nach und nach und mit didaktischer Kommunikation, weil das Missverständnis der kommunikative Normalfall ist, bin ich gut beraten, dass ich im Austausch bin, was kommt hinten an, nach und nach dabei zu unterstützen, dass die irgendwann ihre eigene Vorstellung davon entwickeln. So, und das ist genau die Idee von formativen Lernerfolgskontrollen oder von CATs.
dass ich schaue, wie läuft denn dieser Prozess und was hast du dir denn eigentlich jetzt inzwischen schon konstruiert? Also es geht nicht um Wissensvermitteln, sondern es geht darum, Konstruktionsprozesse zu unterstützen. Als kleines Grundprinzip würde ich gerne so ein Grundmodell zum systemisch-konstruktivistischen Lernen mal vorstellen. Also ich benutze das, um nachher diese ganzen Classroom-Assessment-Techniques schön übersichtlich anzuordnen. Was ich quasi gerade in der Grafik gezeigt habe, könnte man auch so darstellen: Man will die Leute von Lernvoraussetzungen zu irgendwelchen Lernergebnissen bringen. Also die bringen irgendwas mit an Vorstellungen, an Wissen, aber vielleicht auch an Lernkultur. Und durch das Lernen ja, entsteht dann auch noch irgendwie eine neue Vorstellung oder eine Erweiterung von Wissen. Und als Lehrender kann man das nicht direkt beeinflussen, sondern nur durch Kommunikation versuchen zu unterstützen. Und das erklärt dann auch ganz gut, warum das, was hinten rauskommt, häufig nicht genau das ist, was ich mir selber vorher gedacht habe als Lehrender. Jetzt könnte man sagen, die Schnittmenge ist dann der Lernerfolg. Und es geht im Grunde im guten Lehrprozess oder bei diesen Classroom Assessment Techniques darum zu gucken, wie kann ich diesen Lernerfolg möglichst groß kriegen. Mehr ist es am Ende nicht. Irgendwie steht da noch eine Prüfung und dann findet das Ganze noch vor Rahmenbedingungen statt. Das kennen Sie auch. Mit 100 Leuten ist man anders unterwegs als mit 10 Leuten und so weiter. Das quasi so als Grundmodell brauchen wir gleich, um diese ganzen Classroom Assessment Techniques schön zu ordnen. Vielleicht noch zwischendurch zum Thema Formativ-Summativ. Ist es bekannt im Raume? Gut, dann machen wir es ganz flott. Also ich finde die englische Formulierung recht schön, dass man sagt, Summativ ist Assessment of Learning. Ich möchte bewerten, was gelernt wurde. Ziel ist also eine Selektion oder eine Auswahl, eine Leistungsbewertung, eine Kontrolle. Vielleicht kriegt man da so einen schönen Gauss raus. Und auf der anderen Seite, formativ wäre Assessment for Learning, also die Idee, warum ich überhaupt irgendwie einen Test mache, ist, damit ich Hinweise darauf kriege, wie ich den Lehr-Lern-Prozess besser gestalten kann oder wie ich den Einzelnen besser fördern kann. So. Jetzt sagte der Christoph Metzger sehr schön in seiner Abschiedsvorlesung, der hat sich viel mit Prüfen beschäftigt, so ein Gauss hat zwei Voraussetzungen statistisch, ne? Das ist eine Zufallsverteilung für eine große Anzahl. Also wenn Sie 6 oder 8 Fragen in der Klausur haben, dann brauchen Sie ein paar hundert Leute, damit diese 6 oder 8 Skalen sauber laden. Also mit 50 Leuten können Sie eigentlich nie einen sauberen Gauss erzeugen. Und viel cooler finde ich noch, ein Gauss ist eine angenommene Zufallsverteilung. Wer also nach einem gemeinsamen Lernprozess eine Zufallsverteilung rauskriegt, der sagt eigentlich, dass mein Lehren keine Wirkung hat. Weswegen also gute Lehre eher so zur Folge hat, dass sich der Gauss ein Stück verschiebt. Kleiner Kommentar, das ist eine Schweizer Folie, da sind die hohen Noten die besseren. Ich weiß nicht, wie ist es in Österreich? Da ist die 1 die beste, oder? Wie bei den Deutschen? Genau, also Sie wissen, was gemeint ist. Also so viel dazu. Und im Grunde ist die Idee von Classroom Assessment, dass ich immer in einen Dialog gehe, eher mit dieser Idee, ja, was sagt es uns über das gemeinsame Lehren und Lernen? Was sagt es mir über das, was die Studie schon verstanden haben? Und wie wollen wir sinnvoller damit umgehen? Mehr ist es nicht. Also, kommen wir zu einigen CATs. Eine Definition wäre von Angelo und Cross, das wären so die Urväter und Mütter von diesen Classroom Assessment Techniques. Das ging schon in den 90ern los in Nordamerika, wo die sich einfach überlegt haben, ja, was lernen die und wie lernen die das und wie kommen wir daran? Also, die haben eine Definition dann: Classroom Assessment is an approach designed to help teachers to find out what students are learning and how well they are learning it. Und es geht im Grunde nicht um tiefschürfende Forschung, sondern um quick and dirty. Also schnell rauskriegen, was läuft hier falsch, was könnte man besser machen. Ich würde sagen, einfache Instrumente, Lernen fördern, Lehren und Lernen reflektieren. Wer CATs oder Classroom Assessment Technique im Internet zum Suchen eingibt, der kriegt recht schnell ziemlich viel dazu. Und ich möchte jetzt einfach mal ein paar vorstellen. Wenn man dieses Grundmodell in die Mitte nimmt, ist wahrscheinlich erstmal das Spannendste, sich um diesen Lernerfolg da zu kümmern. Also was kommt tatsächlich hinten an? Und der Titel von diesem Beitrag heißt ja auch formative Lernerfolgsprüfung. Und das sind im Grunde genau diese Classroom Assessment Techniques, wo sich jemand hinsetzt und sagt, so, ich habe ein Lernziel, wo ich merke, dass sie das häufig schwer verstehen. Ich will aber sicherstellen, dass das jeder verstanden hat, weil wenn wir dann weitermachen und da ist ein Missverständnis, dann macht das keinem weiter Spaß. Ja? Also das sind so die ganz individuellen. Alle anderen, die ich danach vorstelle, sind so generische. Da kann man fast unterrichten, was man will, die kann man ständig benutzen. Ja? Und ein Beispiel mal aus der Statik, weil ich das so unheimlich
schnieke finde, wie das gemacht ist. Das hat ein Teilnehmer mal in einem Seminar entwickelt. Der hat gesagt, ich habe Studenten im Bachelor und denen fällt das einfach unheimlich schwer, so eine Zeichnung zu lesen und zu verstehen. Also das ist jetzt ein Beispiel dafür, dass quasi in einem Gebäude ein erster Stock, ein zweiter Stock, da ist so eine Zwischendecke. Wie muss ich die verstreben, damit die gut hält? Ja? Und er sagte seinen Studis, am Anfang fällt das manchmal ziemlich schwer, aus der Zeichnung schnell rauszulesen, wo sind Druckkräfte, wo sind Zugkräfte und welche Materialien brauche ich, um das dann gut zu verstreben, dass das hält. Und er hat sich dann einfach hingesetzt und so eine Zeichnung gemacht. Also haben, glaube ich, drei auf dem DIN A4-Blatt gepasst, hat er ein paar Mal kopiert, dann hat jeder so ein Drittel DIN A4-Blatt gekriegt von den Studis und gesagt, okay, hier ist die Belastung, da oben kommt der Druck, da liegt es auf, das untere Stockwerk, da ist der Druck im oberen Stockwerk. Nimm nur die gestrichelten Linien und zeichne mir ein, wo würdest du Beton verstreben und wo würdest du Stahl verstreben. Das heißt, das ist relativ schnell ausgeteilt, ruckzuck ausgefüllt. Das wäre übrigens etwa die richtige Lösung, Beton senkrecht und das andere quer. Und ich kann dann, wenn ich das wieder einsammle, ganz, ganz schnell ein paar Haufen bilden und sagen, okay, das sind die, die es verstanden haben, das sind die, die wahrscheinlich den Denkfehler haben, das sind die, bei denen ich überhaupt nicht verstehe, was da zwischen den Ohren los ist. Und das spiegele ich einfach zurück. Von euch 100 haben 60 so, 27 so und so weiter geantwortet. Lasst uns mal drüber reden, wo liegt denn bei euch noch der Denkfehler? Die Haltung ist tatsächlich, dass ein Student, wenn er sowas gefragt wird, ja wahrscheinlich gar nicht absichtlich irgendwas Bescheuertes antwortet, sondern im Grunde mir seine Antwort ja zeigt, wo steht er gerade in seinem Lernprozess. Das ist die ganze Idee. Und dann in Dialog zu gehen, okay, was heißt denn das? Zur allergrößten Not kann man auch sagen, hier, 70% haben das richtig. Ihr wisst selber, was ihr sonst angekreuzt habt. Hört euch um und erklärt es euch gegenseitig. Eure Verantwortung, den Zwischenschritt verstanden zu haben. So. Und mit diesem Prinzip funktionieren die anderen beiden jetzt auch. Ich stelle einfach ein paar Beispiele vor, da gibt es jetzt beliebig viele. Also für Leute aus der Kommunikation, das habe ich in meiner DIS genauso gemacht, empathisches Feedback. Kennt jemand 4 Seiten einer Nachricht von Schulz und Thun? Genau. Also die ganzen Sozialwissenschaftler kennen das dann vielleicht. Da geht es eigentlich darum, die Sachebene und die Selbstkundgabeebene auseinanderzuhalten. Und empathisches Feedback so als kleine Technik zu beherrschen, kann in angespannten Teamsituationen ganz sinnvoll sein. Und das haben wir halt länger geübt. Und dann war meine Classroom-Assessment-Technik, die ich da gebaut habe, dass ich denen einen Zettel ausgeteilt habe und habe ihnen nach und nach 3 kleine Videoclips gezeigt, so 20 Sekunden, wo jemand einfach was sagt. Also da sagt einer, oh, ich habe mich so toll vorbereitet und die waren überhaupt nicht interessiert und nachher haben sie mir noch die Schuld gegeben. Und da kann man ja sehr schön raushören, wie ging es dem und worum geht es denn eigentlich. Und kann ein empathisches Feedback formulieren üben. Und der Auftrag war, schreibt in 1 bis 2 Sätzen wörtlich ein empathisches Feedback. Und das gab es dann halt 3-mal. Und dann habe ich im Grunde nichts anderes gemacht, als so Cluster gebildet. Das waren sinnvolle Paraphrasierungen, das waren sinnvolle Verbalisierungen und das war meiner Meinung nach weniger gut getroffen. Und habt ihnen das, und dann auch noch sowas Übergreifendes, damit habe ich den Eindruck, habt ihr typischerweise Schwierigkeiten gehabt und habe ihnen das einfach nur wieder zurückgespiegelt, per PowerPoint oder manchmal auch ausgedruckt. Und dann im Grunde eingeladen, hier komm, check das nochmal mit dem Nachbarn, ihr wisst ja jetzt, was ja tendenziell eher richtig ist und was falsch ist, kümmert euch selber oder auch gibt es noch offene Fragen. Genau. Noch was Drittes, das ist relativ jung, da habe ich mit einem guten Bekannten aus Berlin in der Thermodynamik-Vorlesung zum Entropiebegriff was gemacht. Der sagte, er hat halt diese Vorgabe, er muss Thermodynamik mit ihnen machen und das verstehen die manchmal so schwer und dieses, was ist Entropie, ist ziemlich schwierig. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man das als Erstsemester sinnvoll verstehen, Zweitsemester sinnvoll verstehen und nach einer Veranstaltung, die er dann mit ihnen gemacht hat, sah dieser kleine Test dann wirklich so aus, dass er einfach nur 3-mal gefragt hat, hier, ich gebe dir 2 kleine Situationen und kreuz mal an, wo entsteht mehr Entropie. Wenn ein Luftballon platzt oder wenn eine Glasmurmel über eine Glasfläche rollt. Und damit man eben an die Denkprozesse kommt, mach bitte nicht nur ein Kreuz, sondern schreib noch mit dem Stichwort, warum du denkst, dass es so ist. Und das war total spannend, weil manchmal, wenn da vermeintlich falsche Kreuzchen waren, war da eine Begründung, wo man merkte, hey, der hat sich was dabei gedacht, der hat das Prinzip trotzdem verstanden.
Und genau darum geht es bei Classroom Assessment, dass ich wirklich an den Prozessen am Denken interessiert bin. Also Beispiel, wissen Sie grob um Entropie Bescheid? Soll ich immer ins Detail gehen oder eher nicht? Okay, machen wir mal. Es kam uns in dem Zusammenhang, oder ihm kam es in dem Zusammenhang darauf an, dass die im Grunde ein Gefühl dafür kriegen, wo entsteht mehr, wo entsteht weniger. Und eine kleine Hilfestellung dazu kann sein, ich stelle mir das, was da passiert, vor als Film und lasse gedanklich den Film rückwärts laufen. Wenn ich den Film vorwärts und rückwärts laufen lassen kann im Geiste, ohne dass ich merke, läuft er gerade vorwärts oder rückwärts, entsteht wenig Entropie. Also ein Pendel, was schwingt, erzeugt wenig Entropie. Da kann ich von außen eigentlich gar nicht sagen, läuft der Film gerade vorwärts oder rückwärts. Wenn ich ein Glas auf den Boden schmeiße und das rückwärts laufen lasse, sehe ich sofort, okay, das wird so in der Realität nicht passieren, da entsteht viel Entropie. Und witzig war, hier hat bei diesem Vergleich von Windrad und Mühlrad, hat ein Student geschrieben, nö, beim Mühlrad entsteht weniger, weil da sehe ich nicht, ob der Film vorwärts oder rückwärts läuft. Und beim Lesen von der Antwort kam uns, wir hatten an ein oberläufiges Mühlrad gedacht, wo das Wasser von oben läuft und da würde man sofort sehen, ob es rückwärts läuft. Und der hatte wahrscheinlich an eins gedacht, wo er vielleicht aus der Ferne gar nicht den Fluss sieht, sondern nur sieht, das hängt wohl in dem Fluss und dann sieht er nicht, ob es sich vorwärts oder rückwärts dreht. Während bei einem Windrad, wenn da oben noch so ein kleines Fähnchen dran ist, dann sieht man ja, steht das gerade gegen den Wind oder nicht. So, und das ist ein schönes Beispiel dafür, wo im Grunde die Antwort vermeintlich falsch ist, aber der Denkprozess stimmt. Und genau um sowas geht's. So viel mal dazu. Vielleicht haben wir nachher noch Zeit für mehrere Beispiele, aber das wäre quasi so die erste Art von Classroom Assessment Techniques, vielleicht auch ein bisschen aufwendiger, wo man sich wirklich hinsetzt und sagt, so, das Lernziel ist mir wichtig. Ich versuche möglichst knackig dazu irgendwie eine Frage zu gestalten, dass die schnell beantwortet werden kann von den Studenten und dass ich die dann zurückmelde. Und dabei ist mir im Wesentlichen wichtig, dass das anonym läuft und dass es halt diese formative Haltung hat. Anonym mache ich es deswegen, damit ich mehr offene Antworten kriege. Damit die sich halt nicht beobachtet fühlen und auch ganz frei von der Leber weg antworten. Wenn man CATs googelt, kommt man relativ bald auf diese RSQC2. Und deswegen möchte ich die auch noch kurz vorstellen. Das ist so eine ganz allgemeine. Egal was man macht, das kann man eigentlich ständig einsetzen. Die heißt RSQC2, weil sie im Englischen Recall, Summary, Question, Connect, Comment heißt. Das heißt, man stellt eigentlich fünf Fragen. Zählen Sie mal die wichtigsten Lernergebnisse auf der letzten Einheit. Summary, fassen Sie die mal in einem Satz zusammen. Question, welche Frage haben Sie noch dazu? Connect, wie hängt die Frage mit dem gesamten Thema der Veranstaltung zusammen? Und Comment, offener Kommentar, möchtest du noch irgendwas loswerden zur Art und Weise, wie wir hier vorgehen oder zu den Inhalten? Wenn man das so macht, braucht das eine Viertelstunde, bis die das ausgefüllt haben. Und das braucht auch ziemlich lang, bis man das zurückspiegelt. Deswegen gilt eigentlich für alle Classroom Assessment Techniques, das sagt der Angelo so schön, adapt them, don't adopt them. Also bitte immer adaptieren, nicht adoptieren. Also immer zum eigenen machen. Was interessiert mich gerade wirklich? Genau. So, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen langweilig, wenn ich alle einzelnen Möglichkeiten jetzt hier vorstelle. In dem Handout ist eine kleine dreiseitige Liste mit ganz vielen Steckbriefen drin. Ich pick so ein paar Sachen raus, die ich besonders spannend finde. Also Lernbilanzen sind sowas Ähnliches wie RSQC2. Was hast du gelernt, was hast du noch nicht gelernt, was fällt dir leicht, was fällt dir schwer, vielleicht auch, was fällt dir beim Lernen leicht und schwer und so Sachen. Studentische Klausuraufgaben finde ich ganz spannend. Da würde man sagen, setzt euch mal in Gruppen zusammen und formuliert mal eine Frage, die in der Klausur zu dem Thema drankommen könnte, mit Antwort. Und wenn ich das lese, kriege ich einen Eindruck davon, wie tief das Verständnis ist auf der anderen Seite. Und eventuell kann ich sogar in gleicher oder in abgewandelter Form diese Frage in der Klausur auch verwenden. Oder ich sage, in der nächsten Stunde mache ich so ein Spielchen, dass die Gruppen sich halt gegenseitig die Aufgaben stellen und beantworten das und gegenseitig korrigieren oder sowas. Also auch das ist so eine ganz, ja, formative Haltung halt. Wie, es geht mir nicht darum, was da jetzt genau steht, sondern was sagt mir die formulierte Klausuraufgabe über den Denk- und Lernprozess zwischen den Ohren bei den Studis. Genau. Jetzt kann man sich mit den Lernvoraussetzungen beschäftigen. Wie komme ich da vielleicht dran? Das Einfachste sind sicher Eingangstests. Ich meine, es ist hochaufwendig, dass ich mir wirklich eine kleine Klausur
über die ja, gewünschten Lernvoraussetzungen erdenke und dann die korrigiere und zurückspiegeln. Ein bisschen einfacher ist es, wenn man so mit Skalen vielleicht einfach arbeitet. Das mache ich, wenn ich hochschuldidaktische Seminare halte, immer wieder, dass ich einfach sage, komm, früher oder später wird wahrscheinlich zu dem Thema folgendes Modell wichtig, also Lernzieltaxonomien, Kompetenzbegriff, Constructive Alignment. Und ich hätte gerne einfach eine grobe Einschätzung auf einer Skala von 1 bis 10. Noch nie gehört bist, oh ja, ist mir total geläufig. Dann weiß die Gruppe, wo sie steht, ich weiß, wo die Gruppe steht. Und dann ist auch klarer, was man noch vertiefen muss und was nicht. Also das wäre quasi so eine besondere Form von Eingangstest. Was lernpsychologisch noch ein bisschen spannender ist, ist ja, die Idee, Developing Mindmaps oder solche Landkarten zeichnen zu lassen. Also das Hirn scheint in Räumen und Zusammenhängen und in Bildern zu denken. Und wenn jemand von irgendeinem Thema richtig viel Ahnung hat, dann hat er wahrscheinlich irgendeine räumliche, grafische, visuelle, innerliche Repräsentation davon. Und deswegen kann man Lernende auch auffordern, immer wieder mal eine Grafik davon zu zeichnen, was sie jetzt schon wissen in einem bestimmten Bereich. Und entweder wertet man die tatsächlich selbst so ein bisschen aus und guckt halt, okay, wie denkt der, wie denkt der, wie denkt der und spiegelt es zurück. Oder spiegelt halt zurück, die meisten verbinden diese Sachen miteinander, diese Connection wird weniger gesehen und so weiter. Oder man bietet dann einfach an, okay, jetzt tauscht euch mal drüber aus. Wo habt ihr große Unterschiede im Verständnis, wo habt ihr Ähnlichkeiten und so weiter. Zum Lernprozess selber finde ich diese dynamischen Fragelisten echt sexy. Die mache ich auch selber, wenn ich mal irgendwo ja, an der Weiterbildung teilnehme. Das heißt, ich setze mich hin und schreibe mal auf, welche Fragen habe ich aktuell zum Thema. Und eine Weile später setze ich mich wieder hin, lese die alten Fragen, mache einen Haken dran, wenn sie inzwischen beantwortet sind und formuliere neue Fragen. Damit habe ich quasi so einen Überblick über meinen eigenen Lernprozess. Und das kann ich Studierenden auch anbieten, dass ich ihnen entweder ein Blatt dafür austeile oder einfach sage, holt mal irgendwie ein Notizblatt raus und schreibt ein paar Fragen auf. Behaltet das mal, das brauchen wir in 2-3 Wochen wieder. Das hat auch den Vorteil, dass ein Lernender sieht, wie hat er sich eigentlich selber in seiner Erkenntnisgewinnung zu einem Thema entwickelt. Kettennotizen ist eher so ein Gadget. Man gibt ein Blatt rum durch einen großen Hörsaal und da steht einfach drauf, schreiben Sie die aktuelle Frage auf, die Sie zum Thema haben. Was beschäftigt Sie gerade? Und das dauert ja auch ein paar Minuten, bis es dann durchgewandert ist. Und dann kann man das mal zum Thema machen. Was waren so die Hauptfragezeichen zwischen den Köpfen? Was haben die meisten Leute beschäftigt? Was hat weniger Leute beschäftigt? Ich mache mal ein bisschen schneller. Muddiest Point, der ist cool. Einfach nur am Ende einer Stunde sagen, so. Den letzten 5 Minuten nehmt euch Zeit und schreibt mal auf, was war der schwammigste Punkt der letzten Vorlesung? Was denkt ihr, habt ihr am wenigsten gut verstanden? Und wenn ihr den Raum verlässt, legt das da auf den Tisch und in der nächsten Sitzung spiegelt man das dann wieder zurück und sagt, okay, also offensichtlich war meine Art, diesen und jenen Punkt darzustellen, besonders schwammig. Ein paar Leute haben es offensichtlich verstanden. Könnt ihr es vielleicht erklären? Manchmal ist es tatsächlich so, dass das Denken von Lernanfängern sinnvoller ist zum Lernen als das von Profis. Also meine Mutter ist ja Grundschullehrerin, inzwischen auch in Pension, und die erzählte halt immer, dass die Kleinen manchmal kamen, du Frau Walzig, die Nadine konnte das viel besser erklären als du. Ja, ja, weil die kognitiven Strukturen halt von Profis, die schon viel damit zu tun haben, ganz andere sind als die von Anfängern. Und dann ist der Job von einem guten Lehrenden vielleicht einfach dann die Nadine zu finden sozusagen. Was man auch machen kann, Problemlösungen reflektieren, also dass man gerade in Mathe oder sowas, wo manchmal so viel Rechenaufgaben sind und Rechenzeit drauf geht, dass man einfach nur sagt, das ist die Aufgabe. Was fällt dir daran schwer, was fällt dir daran leicht? Also man kommt so langsam in die Metakognition davon. Man muss also nicht alle Tests, die man auch so hat, dazu benutzen, dass die Studierenden die dann perfekt lösen, sondern man kann sie auch dazu benutzen, die Studierenden zu fragen, ja, wenn du das lösen müsstest, was wäre daran schwer, was wäre daran leicht, was müsstest du noch lernen, um das zu lösen und so weiter und so weiter. Genau. Das wären quasi diese Klausurbewertungen auch, dass man also eine alte Klausur rausgibt, genau mit der Frage, ja, schreib mal einen Kommentar dazu, was fällt dir daran schwierig, leicht, was müsstest du noch lernen, was, wenn du weißt, dass das die Klausur wäre, was sagt dir das über dein Lernen wieder? Oder sehr schnieke auch Klausurtipps.
Schreib mal einen Test darüber. Du hast ja jetzt bei mir schon im letzten Semester eine Klausur geschrieben. Schreib mal einen Text darüber. Mit deinen Erfahrungen, wie man sich gut auf die Klausur vorbereiten würde. Damit adressiert man ja wieder selbstgesteuertes Lernen irgendwie. Ich habe das tatsächlich einmal hingekriegt mit meinen Studierenden. Ich hatte ein Skript und hatte halt die Idee, dass wir möglichst viele Übungen machen und reflektieren. Also so Kommunikations- und Kooperationsspielchen machen. Und die hatten natürlich logischerweise dieses Skript nicht vorher alle gelesen. Und dann habe ich die Studis nur gefragt, also jetzt, nachdem ihr einmal durch seid, merkt ihr, dass es sinnvoll gewesen wäre, das vorher gelesen zu haben? Und da sagten einige eigentlich schon. Und dann habe ich die gebeten, ja, könnten ein paar so einen kleinen Text schreiben, ein, zwei Sätze an die nächste Generation. Wenn ihr beim Walzig nochmal die gleiche Veranstaltung macht, das lohnt sich tatsächlich, weil. So. Also so kann das auch gemeint sein, ne? Und das habe ich dann in die Begrüßungsmail für den nächsten Jahrgang gepackt. Und das haben dann nicht alle gelesen, aber doch tatsächlich eine Prozentzahl höher, also viel mehr als vorher. Und es gab dann irgendwann, weil ich das ein paar Semester gemacht habe, es gab dann irgendwann wirklich die Diskussion mal in einer Veranstaltung, also in einem Seminar. Ja, aber Sie fänden das jetzt schon doof, dass das so wenig gelesen haben. Sie würden jetzt lieber gerne mal die nächste Übung machen und nicht so lange über das Modell reden. So, wenn sie so eine Stimmung im Raum haben, ist das super. Genau. Also manchmal auch langatmig denken. So, Start, Stopp, Weiter ist einfach so die Idee, okay, was fehlt hier noch, was sollten wir denn dringend mal beginnen hier? Sowohl inhaltlich als auch vielleicht methodisch. Was sollten wir auf keinen Fall weiterführen? Was sollten wir weiterführen? Brief an die Nachfolger habe ich gerade eben schon erwähnt. Blitzlicht kennen Sie wahrscheinlich auch. Gerade wenn es mal darum geht, wie machen wir genau weiter. Jeder darf was sagen, keiner muss was sagen, keine Riesendiskussion. In kleinen Gruppen geht das wunderbar, der Reihe nach, damit ich mal kurz weiß, wo ihr steht. Also in so einem Kreis wie hier ginge das super. Okay. Zusammenfassend könnte man sagen, jetzt kam quasi noch ein Aspekt dazu. Metakognition kann ich noch mit adressieren. Und ich habe es auch schon erwähnt, ich kann nicht nur Fragen nehmen, ich kann auch Skalen nehmen. Also ich muss nicht immer das so gestalten, dass die Studis ausführlich antworten müssen, sondern ich kann auch so Skalenfragen nehmen. Und da müssen sie nur ein Kreuzer setzen. Und da bietet es sich manchmal an, wenn man das will, das habe ich bei Bords Dörich dann gefunden, dass man dann Verbalmarken nimmt, die sinnvoll gleichabständig sind. Also für die Sozialwissenschaftler, wenn ich quasi nach einer Häufigkeit frage, dann wird bei den meisten deutschsprachigen Menschen wohl nie, selten, gelegentlich, oft, immer als etwa gleicher Abstand quasi wahrgenommen. Und das ist einfach nur die Empfehlung, bei Häufigkeiten diese zu nehmen, bei Intensitäten diese zu nehmen und so weiter. Und in dem Zusammenhang ist dann auch mal eine ziemlich coole CAT entstanden mit einem anderen Prof aus Berlin. Da war dann die Idee zu sagen, ich könnte doch mal am Anfang fragen, wie viel Zeit nehmen Sie sich denn für die Vorbereitung auf diese Veranstaltung so pro Woche zu Hause? Wie häufig wollen Sie kommen? Wie viel nehmen Sie sich denn für die Nachbereitung? Wie viel nehmen Sie sich für die Vorbereitung der Klausur? Und welche Note erwarten Sie sich? Also man gibt quasi 4, 5 Tipps, wie man gut mitarbeiten könnte. Und mit der letzten Frage deutet man an, fürs Lernen bist du verantwortlich und nicht ich, ne? Genau. So viel dazu. Das als Beitrag zu einigen Beispielen. Kurz noch was zu Risiken und Nebenwirkungen. Vielleicht nochmal schematisch, wenn jemand unterrichtet, geht es ja eigentlich darum, dass man eine Gruppe mit einem Thema irgendwie in Kontakt bringt. Und das geht ja gar nicht direkt. Also ich kann ja nicht die Denkprozesse von anderen direkt steuern. Und deswegen, also das wäre jetzt Ruth Kohn, ne? TZI, themenzentrierte Interaktion. Deswegen ist es wichtig, mit dem Thema gut in Kontakt zu sein. Man denke an die Lehrer, die sagten, oh, ich finde das auch langweilig und habe auch keine Lust drauf, aber das machen wir jetzt halt. Das war immer seltsamer Unterricht. Und es ist genauso wichtig, mit der Gruppe gut in Kontakt zu sein. Man denke an die Lehrer, die ja innerlich eigentlich so eine Hasshaltung gegenüber Schülern haben, ne? Also ich hatte letztens auch mal wieder einen Teilnehmer in einem Seminar, wo ich dann wirklich sehr freundlich mal versucht habe, mit ihm darüber zu reden, was er eigentlich von seinen Studis hält. Wenn ich den anderen ablehne, das kann nichts werden. Also dann kann der sich nicht öffnen. Also Bildung braucht Bindung, wissen wir auch schon länger. Und diese CATs unterstützen das halt auch besonders. Also wenn man es mit den 4 Seiten analysieren will, dann wäre quasi die Aussage von CATs,
Das Missverständnis ist der kommunikative Normalfall, also sind wir gut beraten, wenn wir ab und zu mal so eine Feedbackschleife einbauen, dass wir gucken, was ankommt. Die Selbstkundgabe wäre, es geht mir um eine gute Lernumgebung, nicht ums Vortragen von Informationen. Heißt also auch andersrum, wer ein Selbstverständnis als Unterrichtender hat, dass er Informationen vorträgt, für den sind CATs nichts. Der Aufruf an die Studis wäre, hey, ich interessiere mich für euch, ich will wissen, was bei euch ankommt, sagt mir, wo ihr steht. Und das Wesentliche wäre eben dann für diese Beziehungsebene, die Haltung ist schon, ich bin interessiert, ich will eine sinnvolle Lernmöglichkeit bieten, lernen müsst ihr am Ende selber. Und im Grunde kann man jede CAT dafür nutzen, dieses Thema früher oder später dann auch anzusprechen. Genau. Und wenn man ein bisschen Glück hat, passiert dann halt genau Folgendes, dass man eben nicht mehr nur vorträgt, sondern dass man Wertschätzung, Interesse, ja, echte Freude über die Aktivität der Studis auch entwickelt, dass dadurch Studierende sich eher gesehen fühlen, ermutigt fühlen mitzumachen, dass die Haltung auch ist, ja, dass deren Reaktion auch ist, dass sie Mut fassen und eher teilnehmen und dass man sich damit im Kontakt bestätigt fühlt. Also es würde in der idealen Welt aus einem Teufelskreis ein Engelskreis werden. Genau. Vielleicht noch gerade ein paar Gebrauchshinweise. Ich höre halt immer wieder mal so, ja, das klappt aber bei mir nicht, meine Studis füllen das nicht aus. Also bei uns in der Wirtschaftsinformatik geht das nicht. Ich habe 100 Leute und dann habe ich das mal probiert mit diesem Matthias Point. Was war mir am unklarsten in der letzten Veranstaltung und da kamen nur 5 zurück, das geht nicht. Und da wäre meine Haltung immer, naja, da geht's los, ne? Spiegel zurück, dass du Interesse gezeigt hast und dass von 100 Leuten 5 Leute nur geantwortet haben und fang an, mit ihnen darüber zu reden, wie man damit umgehen will. Und sag ihnen ganz klar, Produktinformation, wenn ihr mir nicht sagt, was besser und schlechter ist für euch, könnt ihr nicht davon ausgehen, dass das, was ich tue, besonders lernwirksam ist. Das ist die Idee. Also da hört es nicht auf, da geht es dann los. Manchmal kommt diese Frage, wie oft muss ich denn das machen? Da würde ich dann schon sagen, das stimmt, das muss nicht. Also du musst überhaupt nicht. Keiner muss da irgendwas, keiner muss müssen, ohne zu wollen. Ganz im Gegenteil, wenn ich als Lehrender kein echtes Interesse daran habe, also wenn dieses Sendungsbewusstsein da nicht da ist, also wenn ich keinen Spaß daran habe, dass andere was erkennen, ja, dann ist es auch irgendwie sinnvoller, dann halt nur Informationen vorzutragen. Also ich muss überhaupt nicht und ich sollte es tatsächlich nur machen, wenn ich halt an irgendeinem gewissen Punkt ein besonderes Interesse habe. Meine persönliche Erfahrung war die, gerade wenn man was so zum ersten Mal macht, nach 2, 3 CATs zu einem konkreten Lernziel hat man schon raus, was klappt nicht. Da muss man das dann auch nicht weitermachen. Also da kriege ich dann schon raus, die Zielgruppe versteht es besonders gut, wenn ich das so oder so gestalte. Genau, und bitte nicht nur Informationen sammeln, das passiert auch manchmal, das höre ich manchmal so aus der Ferne. Ja, ich habe das ausgewertet und habe das und das anders gemacht. Da gilt vielleicht der Satz, tue Gutes und rede darüber. Also mach das so, dass die Studierenden merken, das hatte eine Wirkung, dass sie sich die Mühe gegeben haben und was aufgeschrieben haben. Weil das ist dann wieder auf der Beziehungsebene der Beweis hier, mir liegt was an dir. Genau. Letzte Folie. Eine Zusammenfassung in Kürze. Was sind CATs? Also ausgehend von so einem systemisch-konstruktivistischen Verständnis von Lehren und Lernen geht es um eine gemeinsame, sinnvolle Gestaltung des Lernprozesses. Wozu sind wir eigentlich hier? Und wie wollen wir das machen, dass das für beide Seiten sinnvoll ist? Wie geht man vor? Eigentlich immer mit einem konkreten Erkenntnisinteresse starten. Nicht aus der Pflicht starten, sondern weil man wirklich denkt, so, da will ich jetzt wissen, wie es besser geht. Infos einholen, auswerten, rückspiegeln, immer den 3-Schritt. Und dann entsprechend Absprachen treffen, das Ganze anonym, tendenziell, formativ, adaptiert, nicht adoptiert. Und Inhalte können sein Fakten und Zusammenhänge, so eher die Sachebene. Metakognition, um selbstgesteuertes Lernen zu fördern oder eben auch die Atmosphäre, das Vorgehen, die Stimmung, den gemeinsamen Umgang miteinander. Und das alles steckt eigentlich in diesem Überblick drin, fehlt noch hinten, einsetzen, auswerten, rückmelden als Grundprinzip. Und in diesem Sinne möchte ich mit dem am Anfang zitierten Steve DeShazer schließen, das adaptiert würde der ein bisschen anders formulieren. Der hat wohl seine Seminare, ich habe ihn selber nie live erlebt, häufig beendet mit dem Satz, so ganz ernst vorgetragen, have fun. Dass man so denkt, was soll das jetzt?
Und dann hat ihn jemand gefragt, der sagte, naja, wenn du keinen Spaß hast an dem, dann bringt das nichts. In einem anderen Seminar hat mir ein Trainer mal gesagt, oder zur ganzen Gruppe, findet gefälligst eine Form davon, die euch gemäß ist, oder lasst es und tut was anderes. Ja? Das wäre die Langversion. Und die Kurzversion wäre, have fun. In diesem Sinne, haben Sie Freude daran mit CRTs. Dankeschön. Thank you.